Als Militärkommandant des Burgenlandes stehe ich hier kurz vor der Assistenzweihnachtsfeier, wo wir die Soldaten, die im Einsatz an der Grenze für unsere Sicherheit sorgen, dementsprechend auch mit Anerkennung würdigen. In Ihrem Namen und im Namen aller Mitarbeiter des Bundesheeres im Burgenland darf ich allen Burgenländerinnen und Burgenländer eine frohe, erholsame und besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Alles Gute. Ich wünsche allen Kundinnen und Kunden, allen meinen Kolleginnen und Kollegen, überhaupt allen möglichen Kunden, nämlich Burgenländerinnen und Burgenländern und den Sehern von CCM BKF, schöne Weihnachten, ein friedliches Fest und einen guten Rutsch in ein gutes Jahr 2019. Alles Gute. Also ich wünsche allen ein paar ruhige Tage zu Weihnachten mit der Familie, gute Kekse, einen schönen Weihnachtsbaum und ganz viel Zeit miteinander, weil das ist das Wertvollste, was wir alle haben. Ja, liebe Burgenländerinnen und Burgenländer, ich möchte Ihnen alles Gute für das bevorstehende Weihnachtsfest wünschen. Als Polizeidirektor möchte ich natürlich auch für das kommende Jahr ein sicheres Jahr 2019 wünschen. Viel Gesundheit und persönlichen Erfolg. Alles Gute. Sehr verehrte Damen und Herren, im Namen der Militärmusik Burgenland wünsche ich allen Burgenländerinnen und Burgenländern frohe Weihnachten und ein prosit Neujahr und ein schönes Neujahr fürs 2019. Dankeschön. Ich wünsche allen Burgenländerinnen und Burgenländern ein gesundes neues Jahr und ganz, ganz schöne Weihnachten. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher von CCM TV, dem Burgenlandsender, ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten, Gesundheit und ein Prosit 2019. Zu Weihnachten wünsche ich den Burgenländern und Silvester natürlich vor allen Dingen frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Aber das Wichtigste ist Gesundheit und alles Gute und ein Miteinander, so wie wir es mir Burgenländer gewohnt sind. Danke. Bitte. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Arbeit in diesem Jahr 2018. Ich wünsche euch eine wirklich geruhsame, besinnliche Weihnachtszeit. Ich wünsche euch auch im selben Engagement im nächsten Jahr für das burgenländische Schulwesen tätig zu sein. Bitte um eure Mithilfe und wünsche euch ebenfalls einen guten Rutsch, einen schönen Rutsch ins Jahr 2019. Herzlichen Dank. Ich möchte allen Burgenländern und Burgenländerinnen ein frohes Weihnachtsfest wünschen, besinnliche, erholsame Tage zusammen mit der Familie. Und wenn ich mal was wünschen darf, dann wünsche ich mir Sicherheit für die Burgenländer. Ja, aus Sicht des Innenministeriums darf ich allen Burgenländerinnen, auch im Namen des Herrn Bundesministers Herbert Kickl, frohe Weihnachten in einer sicheren Umgebung wünschen und Ihnen auch versichern, dass wir unseren Beitrag dafür leisten, dass Sie hier in Sicherheit feiern können.